So, dann mit etwas Verspätung. Ja, das Bild ist da. Heute habe ich extra, oder beziehungsweise jetzt wird das hier heute nur ein, fast ausschließlich nur den DAX betrachtet. Denn es ist nämlich hier, ja, nicht direkt alles auf der Kippe, nicht alles negativ und alles, und natürlich auch nicht alles bullisch zu interpretieren. Ja, wie hier schon gestern geschrieben, eben eine etwas verzwickte Lage. Und da muss man jetzt hier eben in allen Zeitebenen mal den DAX betrachten. Fangen wir erstmal in einem Wochenchart an. Hier hat er ja diese Abwärtstrendlinie gestern erreicht und davon ist er jetzt ja erstmal bärisch abgeprallt. Auch hier der Tageschart, ja, ist also im Prinzip ein bärischer Abprall. Allerdings hier, wenn man hier die Tiefs verbindet noch, hier ist leicht unterschritten, aber der Aufwärtstrend ist hier intakt. Im 4-Stunden-Chart ist hier die Linie, wenn man die so anlegt, eben gebrochen worden. Und hier sieht es eben so aus, bleibt der DAX unter 10.350 Punkten. Also kann er hier jetzt nicht auf Schlusskursbasis oder auch nicht direkt jetzt hier die 10.370 aus dem Markt nehmen. Ja, kann er oder darf er nach unten fallen. Sonst könnte es nochmal einen Anlauf geben an die 10.400 bzw. 10.420 Punkte. Allerdings jetzt hier das Hoch von gestern sehe ich jetzt auch, oder beziehungsweise einfach vom Gefühl her, wird er nicht anlaufen heute. Die US-Märkte, überhaupt der Nasdaq ist natürlich noch absolut bullisch, aber hier ist, ja, sind gestern schon einige Käufer oder die Bullen im Markt, die jetzt hier auch vielleicht hoffen, wenn der Markt hier hinläuft, dass sie nochmal verkaufen können. Also hier dürfte wirklich Verkaufsdruck herrschen, knapp über 10.400 Punkten. Das wäre jetzt im Prinzip erstmal der 4-Stunden-Chart oder beziehungsweise die Linien, die von am Wochenende eingezeichnet worden sind. Jetzt habe ich vorhin im Stundenchart den Xetra-Tax und eben eine Indikation, hier eine CFD-Indikation, die aber den Future relativ gut abbildet. Ja, er startet eben um 8 Uhr und schließt dann eben um, hier sollte es eigentlich 22 Uhr sein, wieso diese Katze jetzt hier nur, ach, jetzt sind es 4 Stunden, okay, passt schon. Hier ist 21 Uhr die Kerze, das ist die 22 Uhr Kerze. Also der Chart bildet also den Future ab, also es ist keine Übernacht-Indikation. Hier ist eben schön zu sehen, eine wichtige Unterstützung liegt eben bei 10.200, ja, exakt bei 10.257 Punkten. Erst darunter würde ein Verkaufssignal entstehen. Oben drüber, über dieser Marke, kann er eben, was eine schöne Widerstandsmarke ist, auch bei 10.365 hinlaufen und dann bärisch abprallen nochmal. Also hier wären Kurse, ja, über 10.387 nicht unbedingt ableitbar. Schöner wäre es, würde echt wirklich Richtung 10.365 ansteigen. Hier einen antizyklischen Short könnte man starten. Den Stopp habe ich jetzt mal so gelegt. Man muss nicht unbedingt auf Schlusskursbasis, also wirklich jeder Kurs über 10.000, ja, über dieses Hoch 10.387 wäre schon etwas im Prinzip zu bullisch. Jetzt nur diesen Stundenchart betrachtet. Aber man kann auch hier Schlusskursbasis auf einer Stunde bzw. 4 Stunden Basis nehmen eben. Sollte es darüber schließen, ja, kann sich das wirklich noch deutlich weiter nach oben auffächern. Also hier wäre für mich jetzt ein plausibles Setup. Nochmal ein Anlauf eben 10.350, 60 Punkte und davon dann auf jeden Fall ein Rücklauf starten bis 10.000 260, das wären also rund 100 Punkte, Risiko etwa 60 Punkte und dann sollte es hier auf Stundenbasis, jetzt ist es wirklich Stundenbasis hier gemeint, dieses Level fallen, wären nochmal so 120 Punkte eben denkbar. Hier gibt es eben eine Unterstützung bei 10.130. Wie gesagt, das ist jetzt hier eher der Future. Auf Xetra Basis hat, ja, es ist ein bisschen anderes Bild. Da würde ich hier eine Marke eben erst einen Stundenschlusskurs unter 10.267 nehmen. Darüber finde ich, sieht es eben hier auf Xetra etwas bullischer aus und hier wäre Anlaufziel eben bei 10.090 bzw. 93 Punkte, dann wird hier nämlich auch der EMA 200 hinlaufen plus eben hier eine schöne horizontale Unterstützung, die ja bei etwa 10.100 Punkten eben anfängt. So würde sich jetzt hier das Bild für mich darstellen. Was für eventuell fallende Kurse spricht, war jetzt hier ja eine SAP-Aktie, die hat hier den Trendkanal Oberkante erreicht. Wie gesagt, hier kann man es ein bisschen anders auflegen, allerdings hier ja, ist der Bereich, dürfte um 80 € gedeckelt sein. Ist natürlich auch, ja, hat den DAX einige Punkte in den letzten Wochen eben nach oben getrieben. Hier, das ist ja ein Monatschart. Sonst interessant, nur ganz kurz noch, ist für mich weiterhin die Rocket Internet Aktie Nebenwert, genauso wie bei einem Ausbruch hier die Gary Weber. Beide Aktien findet man auch auf dem Godmode Trader. Was gestern noch vorgestellt worden ist, ist Pfund gegen US-Dollar. Hier ist diese Marke nicht erreicht worden. Nicht auf 4 Stunden und auch nicht auf Stundenbasis wurde das Level rausgenommen. Also wenn man jetzt hier wirklich die Kerzen alle anschaut, muss man hier schon auf Stundenbasis oder auf 4 Stundenbasis gehen. Nur ein Anditschen nochmal der Marke wäre für mich definitiv nicht ein Einstiegssignal. Aber sonst sieht es hier sehr gut aus, wird dieses Level eben überschritten auf Schlusskursbasis. Die Deutsche Post hat ja gestern noch eben sein Kursziel oder ihr Kursziel erreicht. Kann man also auch abhaken. Und sonst waren ja hauptsächlich die US-Indizes, da hat sich gegenüber von gestern natürlich nichts geändert. Und sonst muss man eben abwarten, was eben hier der DAX macht, ob der auch dann eine Vorlage ist für fallende US-Märkte. So, danke fürs Zuhören, ich wünsche allen einen schönen Tag, bis später.